Moin Moin, ihr Quad-Verrückten. Wie ihr seht, ich bin heute wieder in Meppen. Wie ihr seht, sieht er gar nichts. Die Chefin steht schon bereit, der André und ein Mitarbeiter. Wir fahren jetzt Tannenbaum klauen und richtig Scheiße bauen heute mit der Chefin zusammen. Habt ihr schon einen Plan, wo wir den Tannenbaum klauen? Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Nachbar und klauen dort einen Baum. Oder wir nehmen den da. Der sieht doch schick aus. Chefin, wir wollten was Verbotenes machen. Genau das machen wir jetzt. Also beim Nachbar Tannenbäume klauen. So, es geht's los mit Tannenbaum klauen. Gib Gas, Corinna! Also Chef, du musst erstmal das Fahren lernen, bevor wir den Baum klauen. Mach doch Allrad an! Zur Seite, die bringt uns gleich um. Wir können ihn später auch noch kürzen. Ja, aber einer von euch soll drücken, dass ich das Ding hier aufhöre. Ach so, André, drück. Corinna klaut Tannenbäume in ihren eigenen Park. Lach mich nur kaputt, wenn er gleich dabei kaputt geht. Yeah! Und wie transportieren wir ihn? Und hier nochmal. Auf den Boden? Hier nochmal. Damit die untere Scheiße da wegmacht. Oder? Ja, genau. Warte, 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 warte. Ungefähr da, damit wir das in diesen Stellen da stellen können. Geil! Boah, ich besorge mich auch. Das ist ein Frauending, deswegen habe ich den gekauft. Geil, geiles Ding. Ja, ne? André hat seinen Baum gefunden. Ja. Den kannst du bei dir zu Hause machen. Und los. Aber ich glaube, den müssen wir ziehen, oder? Da, habe ich gesagt, ja, müssen wir ziehen. Ja. Aber dann rechts rum. Nee, wenn wir den ziehen, geht der doch gleich kaputt. Ja, aber voll mit Sand und Schlamm. Aber hier kommst du nicht mit dem Fuchs. Der Fuchs, der... Wieso? Wir legen das jetzt auf einem Quad. Irgendwie so, weißt du? Dann fahre ich vorsichtig. Nee, so muss das haben. Oder so? Ja, ja. Komm einfach ran. Warte, warte, so. Ich kann noch so sitzen. Aber hier müsste man festmachen. So, Tannenbaum gesichert. Wird da transportiert. Der geht doch gleich kaputt, die ganze Scheiße. So, und Corinna hat gesagt, die singt uns gleich was auf Holländisch vor, O Tannenbaum. Wenn wir den aufstellen. Ja. Andrucha singt das auf Russisch. Yep. Und ich sing das auf Türkisch oder so. Auf Chinesisch. Chinesisch auch, ja. Die Scheiße gerade. Juhu! Oh, Tana!
Ich würde sagen, ich stehe ganz gut. Ein bisschen Wasserwaage aus der Wange. Das muss einer hier stehen gucken und einer von da. Frau Stieg macht das. Ihr habt nur eine andere Frage. So, Moment. So, Moment. Jetzt müsst ihr mal gucken, und einer hier und einer da. So, bist du noch da? So, ungefähr? Ja. Ja, gut, noch mal. Für dir, noch nicht zu dir. Geht hier noch ein bisschen? Ja, dann du schubst die weg. Ja, warte. So, noch? Dann mach mal fest, dann schubst du mal. Ja. Dann stellst du ein bisschen vor Anfang. So? Ja, lass mal. So, mir geht ja. Würde gut. Bisschen krumm. Wir machen ihn einfach fest. Er ist komplett schief. Du musst ihn hinter dem Scheiß haben. Wir müssen den auch mal ein wenig kürzen. Morgen liegt er trotzdem. Jetzt steht er perfekt. Jetzt ist er perfekt. Irgendwie ist er hässlich. Nein. Tannenbaum steht jetzt. Ein bisschen hässlich ist er wohl, aber trotzdem. Es ist Weihnachten. Ich hätte den nie ausgesucht. Ja? Okay. Wenn du den schön findest, muss ich den jetzt auch schön finden. Wir kommen doch hier so nicht raus, oder? Oh, blöd. Warte. Geht. Ебать! Ich habe keine Bremsen, Андрюх. Не, ну наверх там можно. И назад по прямой. Meinst du, блядь? Блядь, meine rollt da runter. По правой. Wenn der einmal nicht hochkommt, muss ich rückwärts. Тормозите, спите его. Von was? Ну, сверху будем просто сзади, я буду держать его и будешь тормозить. Na, dann fahr erst du hoch. Ich glaube, du musst zu Fuß mitlaufen. Ja, komm. Jo, Scheiße, ohne Bremse. Gar nicht gut.
Daniel! Андрюха, вы опять туда лень. Майне фрэце. Андрей, хап, только не бремзы, блядь. Ja, mega hier! Das ist doch mega hier! Ja, ich und André, wie immer, nur Scheiß am Baum, ey! Ja, sowas müsste mal hochfahren! Das schafft die Honda, glaube ich, auch! Quatsch, das passt schon. Egal. Нахуй. Да läuft unser Schaschlik. Thank you.
блядь, и Вальди, и за Гуколь нахуй. Ich sehe genau jetzt, für die Honda ist das genau perfekt, sowas. Mega geil, ey. Das kannst du mit Honda richtig geil machen. Da die auch so schön wendig ist. Oh, scheiße, André, Alter. André, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Die hat aber angefangen, Willi zu machen, Junge. Hab einen Kackstift in der Hose bekommen. Oh, scheiße. Diese Schräglagen, ey. Hier, da? Ja, ich könnte da, Alter. Ja, ne? Besser als erwartet fährt die. Die fährt besser als erwartet. Ja, blöd ist aber trotzdem, ohne Bremse bist nicht abgesichert. Ja, klar. André, hier kommen wir nie wieder raus. Und wir haben nur eine Seilwinde, Alter. Nee, weil das nicht will ich ihm nach. Weil der sich hier einbuddelt, Alter. Aber das ist voll mega hier. Aber das wird die Honda auch nicht mitmachen, glaube ich nicht. Ja, ja. Vielleicht die Honda schon, aber mit Seilwinde. Ich muss unbedingt eine Seilwinde da drauf bauen. Aber hier stinkt es auch. Ja, richtig nach Sumpfscheiße. Der Wald ist mega geil. Überall diese Huckel hoch, runter und so. Hier kannst du schön Trail fahren. André, André, André! André will es wieder wissen. Alter, der Scheiße. Wieso mache ich das überhaupt hier mit André? Muss ein Gang runter. So, der erste Gang. In die Fresse mit dem Stock, ey. André, das ist doch nicht dein Ernst. Aber dann bleib bloß nicht stehen. Ah, ein bisschen bremst die wohl. Aber ich muss pumpen. Irgendwas knackt bei mir. Ja, ich würde da knacken. Vielleicht. Ja, ja, irgendein Stock. Oder ich habe meine Antriebswelle geschrottet. Ja, könnte sein.
Weiß nicht, ich sehe nichts. So, ihr Quadverrückten, ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich zeige euch das mal. So, das war etwas eine kurze Fahrt. Ich bin gerade irgendeinen Berg runtergefahren, da habe ich blöd mit dem Lenker eingeschlagen. Da hat was geknackt und wir vermuten, dass mein Radlager kaputt gegangen ist. Also das Rad ist wackelig und jetzt muss ich leider meine Fahrt mit dem Quad beenden. Aber wir fahren jetzt noch Gokart mit der Chefin und dann mal gucken, was wir machen. Ob wir dann zusammenpacken und nach Hause fahren oder ob wir irgend noch mit André Blödsinn machen. Corinchen hat natürlich Tannenbaum. Wunderschön hast du das gemacht. Wunderschön. Geil. Ich weiß nicht, ob der Mechaniker jetzt. Sieht gut aus. So, jetzt wird Gokart gefahren. Hier ist Corinna durch die Wand gefahren. Falsch geparkt. Falsch geparkt irgendwie. Die kam mit dem Automatik nicht klar wohl. Chef, zieh den Helm an. Das wird gefährlich. Wieso tue ich das eigentlich mit euch allen? So, Blech. Ich mach dich fertig, Andrucha. Jemand! Es macht Spaß, aber ist nichts für mich. So, ich fahre jetzt so eine Kodiak 400, halb beschädigt, weiß nicht, die Hälfte fehlt alles. Aber egal, so, ich muss mal gucken, wie geht das hier alles. Scheiße. Okay. Okay. Oh, Bremsen sind top, ey. Ha. Lenker ist auch hier schief. Ich habe vernünftige Quad, der ist nur blöd jetzt kaputt gegangen. Selber schuld, würde ich mal sagen. Schade, jetzt ist die Fahrt leider vorbei. Jetzt muss ich mit so einer Yamaha fahren, finde ich aber nicht schlimm. Immer noch besser wie eine Can-Am, ne? Damit die Jungs sich wieder ärgern. Chef, du musst aufpassen. Total schief,
Aber lässt sich echt gut fahren für eine 400er. Schön angenehm. Oh, die Bremsen, die packen aber zu, du. So, Leute, was wir hier vorhaben, wir wollen vielleicht so ein Parcours hier aufbauen. So mit Steine legen und so ein bisschen. Ja, sowas, André. Aber hier dann mit Stein vielleicht und so ein paar. Ja. Auf jeden Fall haben wir vor, hier so ein Parcours zu bauen, da wo ein bisschen man nicht nur rumheizen, hier hoch und runter fahren, so ein paar, wie sagt man das dazu, dass man ein paar Herausforderungen hat, so Steine, Bretter hinlegen, keine Ahnung. Und das versuchen wir so ein bisschen umzubauen, oder zumindest wir geben jetzt die Idee der Chefin. Und die Chefin versucht das umzusetzen und wir helfen gerne dabei. Also, wenn ich schon Yamaha fahre, dann muss ich das auch testen. Das mache ich auch, André, geh weg! Hey, André! So muss das, Corinna! So, ihr Quad-Verrückten, so, der Tag ist jetzt vorbei. Ich habe die Schnauze voll, die anderen auch. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Der Tag hat echt mega Spaß gemacht, auch mit der Chefin zusammen, mit dem Tannenbaum-Clown und sowas alle. Schöner wäre es, wenn wir es beim Nachbar geklaut hätten, aber okay. Wir wollten ja nicht kriminell werden und da haben wir gedacht, wir klauen das auf eigenem Grundstück, ne? Hat aber alles gut geklappt, der Tannenbaum sah auch wunderschön aus. Vielleicht nicht ganz so mein Geschmack, aber Tannenbaum ist halt Tannenbaum, ne, Leute? Besser wie gar keins. So, jetzt verabschiede ich mich nochmal bei euch und lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht zu abonnieren. Vergiss nicht, es ist für euch alles kostenlos. Und einen Kommentar schreiben. So, und ansonsten, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.